Sehr geehrte L'Ambassadrice, Frau Paul, sehr geehrter Herr Funke, sehr geehrte Damen und Herren, neben Romain Pertolas begrüße ich vor allem die Mitglieder der Bundesjury und die Kolleginnen und Kollegen, die ihre Schülerinnen und Schüler gestern und heute begleiten. Ich freue mich sehr, dass ich heute zum dritten Mal an der Verleihung des Prix de Lycéen Allemand teilnehmen darf. Ich war jedes Mal sehr gespannt auf die Präsentation der Schüler und die beiden, die wir bereits gesehen haben, haben uns sicherlich sehr beeindruckt. Ich bin, wie gesagt, immer wieder beeindruckt, wie intensiv und kreativ die vier Bücher diskutiert und präsentiert werden, obwohl immer wieder gesagt wird, lesen sie eigentlich nicht mehr in. Und lesen in der Fremdsprache, ausgerechnet noch Französisch, das sich eher noch Auseinandersetzung mit dem Wörterbuch und dem Kampf mit nicht gesprochenen Buchstabenfolgen anhört, ist eine Sache für sich. Jedoch scheint es trotzdem eine spannende Sache zu sein, wenn man auf die steigenden Teilnehmerzahlen am Prix de Lycéen sieht. Ich wiederhole jetzt nicht die ganzen Zahlen, ich denke, das war schon eindrucksvoll vorgestellt. Das hat sicher seine Gründe. Französischunterricht ist heute weit mehr als das Erlernen von Wortschatz und Regeln. Französischunterricht ist auch Aufforderung zum Mut zur Lücke. Es muss nicht immer zwingend jedes Wort verstanden werden, um einen Inhalt zu erfassen. Aufforderung zum Ausprobieren, zur Improvisation und nicht zuletzt Aufforderung zur Neugier. Ausgerechnet Frankreich ist uns zwar geografisch ziemlich nah, jedoch in der alltäglichen medialen Wahrnehmung ist uns unser unmittelbarer Nachbar eher fern. Gerade deshalb ist Neugier so wichtig. Und gerade deshalb sind auch Französischlehrerinnen und Lehrer so wichtig, die selbst so neugierig sind, dass sie Neugier vermitteln können und immer wieder ihren Unterricht neu erfinden. Dafür vielen Dank. Für unsere Schülerinnen und Schüler ist interessant, wie sich das Leben junger Leute in anderen Kulturen gestaltet. Ich denke, wir erinnern uns alle an ein erstes, ungewohntes Erlebnis, das wir im Ausland gemacht haben. Der konkrete Bezug zur Lebenswelt Jugendlicher, gemischt mit dem Blick auf die aktuelle Wirklichkeit in Frankreich, ist der Beitrag, den dieser Wettbewerb leistet. Unsere Schülerinnen und Schüler lernen Offenheit gegenüber Fremden, Toleranz, Neugier auf Ungewohntes und ganz nebenbei eine Sprache. Sehr geehrte Damen und Herren, die Vereinigung der Französischlehrerinnen und Französischlehrer, für die ich heute sprechen darf, ist ein gleichberechtigter Partner im Zusammenspiel aller Beteiligten der deutsch-französischen Zusammenarbeit. Unsere Satzung verpflichtet uns zur Pflege und Verbreitung der französischen Sprache und Kultur, wobei unser besonderes Augenmerk auf den Unterricht der französischen Sprache an deutschen Bildungseinrichtungen gerichtet ist. Dazu wünschen wir uns einen möglichst authentischen französischen Unterricht. Gerade deshalb sind uns Projekte wie der Prix de Lycéen Allemand äußerst wichtig. Vier Bücher lesen, diese vorstellen, sich mit Schriftstellern treffen, für oder gegen ein Buch argumentieren, seinen Standpunkt verteidigen, sich auf Landes- und Bundesebene treffen, den Sieger küren, all das in französischer Sprache. Meine Damen und Herren, das ist anspruchsvoll, das ist anstrengend. Mein Glückwunsch gilt deshalb allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, den eigentlichen Siegern des Wettbewerbs. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.